Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und heute machen wir mal tatsächlich eine Hauptmission wieder. Ja! Und zwar... Was ist denn hier los? Das Interesse denn geht. Wir müssen nach Noveria. Es geht mir da mal um... Wir empfangen eine Transmission, Commander. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Und wie ist Ihr Name? Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Aha. Und Kahokus Tod? Hatten Sie irgendetwas mit Kahokus Tod zu tun? Wir hatten keinen Grund, ihm zu schaden. Er wollte uns mit Informationen über Cerberus versorgen. Informationen, die nun in Ihrem Besitz sind. Mhm. Und der Standort? Sie müssen Verbindungen zu Cerberus haben, wenn Sie Kahoku sagen konnten, wo er sie finden kann. Informationen sind unser Geschäft, Commander. Durch unsere Kontakte konnten wir herausfinden, dass die Cerberus-Gruppe im Voyager-Cluster aktiv war. Leider konnten wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Darum sind wir auch so interessiert daran, die Kopien der Dateien von Ihnen zu erhalten. Naja, es ist der Verrat, ne? Ist schon klar. Das sind geheime Allianz-Dateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Und was wollen Sie damit? Was haben Sie mit diesen Informationen vor? Informationen sind eine Ware. Sie können ver- und gekauft oder eingetauscht werden. Es geht mich nichts an, was mein Auftraggeber damit vorhat. Ich bin nur der Käufer. Sie wissen, das mache ich nicht. Meine Loyalität gilt der Allianz, nicht dem Shadow Broker. Jammer schade, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen haben, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Ja. Tut mir leid, aber das mache ich ganz bestimmt nicht. Müssen nach Noveria. Noveria? Ist das schon richtig? Naja. So. Was haben wir denn hier? Veles. Die dünne Atmosphäre von Veles besteht aus Xenon und Krypton. Die meisten anderen Materialien dieses Planeten sind gefroren und liegen in Schneeform vor. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen Magnesium. Bei der Untersuchung der primitiven anaerobischen Lebensformen auf Veles entdeckt ein Forschungsteam des Unternehmens Beanhex einen geheimen Ankerplatz des früheren kuranischen Warlords Moro. Die Forscher wagen viele Aufzeichnungen und Artefakte der kuranischen Rebellion, die dann auf Auktion versteigert wurden. Die Basis ist seitdem verlassen. Wir haben eine Materialieninschrift gefunden. Das Noveria und Svarok. Svarok ist ein kleiner und ganz typischer Wasserschaffel im Gasgigant, dessen Orbit nah an dem Stern heranreicht. Bei einem Stern mit einem nahegelegenen Gasgiganten entsteht nur sehr selten eine bewohnbare Welt. Svarok ist zwar der einzige Gasgigant von Pax, aber durch die Temperaturen, die mächtigen Winde und die hohen Orbitalgeschwindigkeiten ist er nicht besonders gut für Helium-3-Gewinnung geeignet. Auf Noveria gibt es zwar zwei reichlich Deuterium für die Fusionskraftwerke, aber das gesamte Helium-3 wird aus anderen Systemen importiert. Aha, und was haben wir mit Murana? Murana ist ein kleiner Eisplanet, der kleiner als der Mond der Erde ist. Viele Planetengeologen gehen davon aus, dass er früher als Eiszwerg Teil der Oortschen Wolke war und dann nach einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper nach innen gedriftet ist. Die Oberflächenschichten bestehen aus gefrorenem Wasser, aber die inneren Schichten setzen sich aus Silikaten mit Vorkommen von Magnesium und Aluminium zusammen. Murana ist an das Schwerkraftsystem von Pax gekoppelt, wobei immer die gleiche Planetenseite zur Sonne gerichtet ist. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der primitiven Administration von
Novera Development Corporation, die dort Labore für Experimente verpachtet, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Mit dieser außergewöhnlichen Situation ist Novera immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy, bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ja, absolut gastfreundlich. So. Es geht um Geht. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Tali mit. Achso. Tali und Gavis. Ja. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, okay. Mensch, das muss ja kalt sein. Über Schnee. Ach, da hinten. Maeko Matsuo. Japaner. Das ist weit genug. Wir werden kooperieren. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Wer sind Sie? Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Und ich bin ein Spectre. Spectre. Der Rat schickt mich. Ich bin ein Spectre. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Novera nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Und wir werden kooperieren. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Okay. Höchst freundlich, die Leute, höchst freundlich. Verschwinden Sie von hier. Ich bin sicher, dass Parasini-San all Ihre Fragen beantworten wird. Ja, Parasiti-San. Okay. Oh, schön an sich. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Na toll. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Danke fürs Durchschleusen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Warum sind hier so viele Wachen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Ich werde vielleicht lästig. Nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich bin nicht hinter Firmengeheimnissen her. Das ist beruhigend. Ich hörte hier, wenn geht. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Okay, ich brauche die Koordinaten. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo ist er denn? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Okay. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich.
Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Commander, es könnte klug sein, Dr. Zoni mitzunehmen. Sie kennt ihre Mutter besser als jeder von uns. Okay. Dann nehme ich... Sterling. Sterling-Motor. Dann nehme ich Dr. Tsoni und... Frau... Ingenieurin... Zoe, Zora, Narvara. Ne, Vassnara. Nicht Vassnara. So. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Und nochmal die verlassen. Wir nehmen Frau Dux Tsoni und Tali mit. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, okay. So, ist halt, wenigstens fühle ich mich hier sicher, ne? Es sind hier viele Wachen. So. Ich mag das mit diesem Wasserfall hier. Weil der Rest natürlich relativ steril gehalten ist. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Was machen Sie denn so? Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Achso, nichts Besonderes. Ein Händler. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Sie haben schon gehört? Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Nicht? Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ich soll also schmuggeln. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Was ist da drin? Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben. Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Ja, wahrscheinlich Drogen. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Ja, aber Sie müssen ja verstehen. Es wäre töricht, dies zu tun, ohne zu wissen, ob ich damit nicht meinen Feinden helfe. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Ist Ihnen die Dringlichkeit bewusst? Die Verzögerung sorgt für einige Unruhe. Ich will einkaufen. Vielleicht später. Jetzt brauche ich Vorräte. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Nichtmenschliche Panzerung. Upgrades anzeigen. Aha. Nichts Besonderes. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Ja, ich mach das mal. Okay, ich helfe Ihnen. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu Ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anoles nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nein. Ich schaue mich nur mal um.
Diese Person wartet auf ihre Rückkehr. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so eine schwere Mission. Zur Normandie zurück zur Sicherheit. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Okay, ich will nur nett sein. Was haben wir denn hier noch so? Aha. Händler und so weiter. Was haben wir hier? 788. Ja gut. Was ist da? Lily Jerax. Spectre, was? Ja. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Mahekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Lokale Neuigkeiten. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat's den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Aha. Benicia? Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Und dieser Gipfel? Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Hmm.